Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich bin heute auf der Fohleneintragung mit Beauty und Dylan und ich habe leider niemanden dabei, der filmt. Deswegen bin ich mal ganz gespannt, wie viele und gute Aufnahmen hier heute entstehen werden. Ich habe schon ein paar Leute am Platz gefragt, ob sie die ganze Zeit hier sind und ob sie Lust hätten, die Kamera vielleicht drauf zu halten, wenn ich mit Beauty und Dylan laufe. Und sie haben gesagt, ja, das können sie machen. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall eine Aufnahme haben, wenn wir traben. Ich habe Beauty und Dylan bereits eingeflochten, beide, denn wir laufen ja quasi als deutsches Reitpony. Der Dylan ist ein deutsches Reitpony, auch wenn seine Mama Beauty eine Weltspähstute ist. Aber sobald man einen Reitpony-Hengst als Vater nimmt, dann ist das Fohlen auch direkt ein deutsches Reitpony. Und da müssen die Pferde dann eingeflochten werden. Damals, als ich mit Tino auf der Fohlenschau war, da konnten sowohl Stute als auch Fohlen mit offenen Mähnen laufen, weil bei Weltspäh die Mähnen eben nicht eingeflochten werden. Ja, und jetzt schauen wir nochmal, was die beiden so im Anhänger machen. Wir bereiten uns nämlich jetzt vor und dann geht's schon los. So, dann schauen wir nochmal. Hallöchen. Ich habe übrigens das Fohlen nur angebunden, damit es sich jetzt gerade mal nicht hinlegt, weil die haben natürlich auch schon ordentlich in den Hänger geäppelt und wenn das Fohlen sich jetzt dann da reinlegt, dann ist natürlich alles dreckig und deswegen habe ich ihn kurz angebunden. Das soll man natürlich während der Fahrt nicht machen, das ist dann zu gefährlich, aber da ich die ganze Zeit bei den beiden bin, geht das halt gerade auch ganz gut, ne? Ja, der Dylan sieht richtig süß aus mit den Zöpfchen. Ja, an der Beauty, da habe ich so einen spanischen Zopf gemacht, weil die so eine lange Mähne hat und ich die jetzt nicht abschneiden wollte extra. Ne? Süße. Die kriegt gleich noch eine schicke Trense an. Der Dylan bekommt noch ein ordentlicheres Halfter an. Das ist jetzt nur sein Weide- und Stallhalfter. Ich habe aber noch ein hübsches, neues, dunkelblaues dabei, was er gleich anziehen kann. Und ich ziehe mich jetzt mal um. Ich brauche nämlich auch eine weiße Hose. Und dann geht's gleich los für uns. Ne? Wow, Dylan, du bist so schick. Das Halfter steht dir so gut. So süß mit seinen langen Ohren. Die Ohren sind schon länger als die von der Mama, ne? So ein hübsches Halfter. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. Baby, dance the night away. I'll kick my shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. You can do better. I dare you to be wild.
I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Ausgeflochten, Heu gegeben. Der Dylan hat auch wieder sein Halfter aus und kann jetzt mit ein bisschen Heuchen essen. Ihr wart echt brav, ne? Naja, bei dir ging so, ne? Aber im Großen und Ganzen kann man ja echt nichts sagen. Jetzt können die beiden noch ein bisschen schmausen. Wir fahren nach Hause. Und das Wichtigste natürlich noch ist, dass der Dylan prämiert worden ist. Herzlichen Glückwunsch, Dylan. Was sagst du zu deinem Erfolg? Ciao. Ciao. Gut, ne? Dann sagen wir mal tschüss und bis zum nächsten Video. You can do better.